Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, Sie wissen, die größte Todesursache nach wie vor sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich bin heute am Deutschen Herzzentrum und spreche mit Professor Dr. Herbert Schunkert. Sie sind der Chef der Kardiologie. Sie sind zuständig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer reinschauen. Gerne. Wenn man so Ihre beeindruckende Vita liest, wie sind Sie denn zu dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen gekommen? War das schon der Fokus in Ihrem Medizinstudium? Nein, kann ich nicht sagen. Also Zufälle spielen im Leben eines Arztes und Wissenschaftlers sicherlich eine große Rolle. So war das bei mir auch. Damals, als ich mit meinem Studium fertig war, war die Situation äußerst kompetitiv. Ich war heilfroh, überhaupt eine Stelle zu bekommen und dann auch an einer Universitätsklinikum. So bin ich erst in die Nephrologie, also die Nierenheilkunde, eingeschlüpft und habe mich dann über meine wissenschaftlichen Arbeiten immer mehr dem Herzen genähert. Nun gibt es ja da unglaubliche Sprünge in der ganzen, zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wollen wir ja heute mal ein bisschen näher mit Ihnen reingehen. Das heißt, Sie können da sicherlich den modernsten Standard bieten, nehme ich mal an. Ja, auch die Höhen und Tiefen. Ja. Sie haben eben schon angesprochen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer eins. Das war nicht immer so. Im Gegenteil, das ist eine Erkrankung, die im 20. Jahrhundert eine wahnsinnig dramatische Entwicklung nach oben hin genommen haben. Insbesondere Durchblutungsstörungen am Herzen sind immer häufiger beobachtet worden. Und dann gab es einen Kampf seit den 60er Jahren, als man erkannt hat, wie wichtig und wie zentral Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, der über alle Gruppen in der Gesellschaft hinwegging. Mhm. Die akademische Welt, die staatlichen Stellen mit entsprechender Förderung, aber auch die Industrie haben sich vereinigt, den Kampf aufgenommen. Und es gibt eine Vielzahl von Erfolgen zu besprechen. Ich glaube, wir haben heute die Gelegenheit dazu. Jetzt würde ich sagen, dann gehen wir gleich mal rein ins Klinikum und dann sprechen wir gleich drüber. Sehr gerne. Herr Professor, in diesem Jahr feiern Sie das 40-jährige Jubiläum. Wenn man also mal vor dieser beeindruckenden Tafel steht, da verbirgt sich ja einiges dahinter. Also wenn man mal sagt, man möchte einen Check-up haben am Herzen, wie geht denn sowas los? Ja, die Philosophie des Deutschen Herzzentrums ist, dass wir hier alle Fächer vereinigen, die sich mit dem Herzen speziell beschäftigen. Das heißt nicht nur die Erwachsenenkardiologie, aber auch die Kinderkardiologie, die Herzchirurgie, die diagnostischen Fächer, die Radiologie und die Nuklearmedizin, die Klinchemie oder auch die spezielle Anästhesie, also die Narkose speziell für Herzerkrankungen, ist hier am Deutschen Herzzentrum ganz fokussiert auf das Herz verknüpft. Und dieses Erfolgskonzept hat sich vom Deutschen Herzzentrum, wir sind seit 40 Jahren, jetzt hier zu Werke, über ganz Deutschland ausgebreitet. Wir waren das erste Herzzentrum in Deutschland und seitdem vielfach kopiert. Ja. Vor allen Dingen, Sie haben natürlich auch eine Herzchirurgie, wie wir hier sehen, Professor Lange. Das ist ja auch etwas, wann muss man zur Herzchirurgie, wann kann man das kardiologisch lösen? Aber bevor wir da ein bisschen ins Detail dann einsteigen, was heißt denn genau Kardiologie jetzt für den Menschen, der es nicht versteht? Was heißt das genau? Also Kardiologie ist also die Krankheitslehre für Herzerkrankungen. Alle Erkrankungen, die das Herz betreffen, finden erstmal den Weg in unser Fachgebiet, wobei dann im Einzelfall zu überlegen ist, was die beste Behandlung ist. Heutzutage ist das häufig verzahnt. Wir sprechen auch vom Herzteam, weil viele Behandlungsverfahren, wie wir gleich sehen werden, immer stärker gemeinsam benutzt werden von Herzchirurgen, von Kardiologen, wobei der erste Schritt ja in aller Regel in der Diagnostik besteht, also in der Untersuchung der Ursachen, und das findet im Allgemeinen in der Kardiologie statt. Das heißt, man kommt also, wenn man jetzt irgendwie merkt, man hat Herzprobleme, das Herz ist ja im Grunde ein ruhiges Organ normalerweise, ja, aber wenn es eben dann mal richtig Probleme hat, dann kriegt man ja auch Ängste oder der Puls rast oder man merkt es beim Treppengehen, dann kann nicht mehr so gut atmen.
Das heißt, EKG kommt jeder dran, oder? Ja, mehr oder weniger. Das EKG-Kurs könnte Strom sein. Ja. Hier. Das ist sicherlich eine Eingangsdiagnostik, wobei nach wie vor ist das Wichtigste, um die Ursache der Erkrankung zu ergründen, das Gespräch mit den Patienten. Das heißt, man muss gut zuhören, welche Beschwerden der Patient beklagt, unter welchen Umständen. Sie haben gesagt, beim Treppensteigen, bei körperlicher Anstrengung beispielsweise, diese Beschwerden auftreten, wie lange sie sind, wie intensiv sie sind, wo sie lokalisiert sind. All das sind Dinge, die man erst im Gespräch mit dem Patienten ergründen muss. Und dann geht es an die apparative Diagnostik. EKG ist das eine. Wir werden sehen, Bildgebung spielt in unserem Fach eine ganz zentrale Rolle. Die Echokardiographie, die Computertomographie, die Magnetresonanztomographie, viele Verfahren, die hier in unserem Hause vertreten sind, die uns erlauben, das Herz sehr fein und detailgetreu abbilden zu können. Das heißt, Sie sagten schon, Sie sind Vorreiter. Wie wichtig sind da auch immer wieder Investitionen? Also man muss ja, Sie sind ja auf vielen Kongressen weltweit, Sie waren lange Jahre in den USA gewesen, Sie kennen im Grunde die Kollegen weltweit, aber da muss man ja auch immer wieder schauen, dass man auch die richtigen Investitionen macht. Ja, Investitionen auf der einen Seite in der öffentlichen Hand, das heißt, wir brauchen die Infrastruktur. In unserem Krankheitssystem oder Gesundheitssystem ist das verschaltet. Die Krankenkassen tragen einen Teil der Kosten. Die Infrastruktur, hier dieses Gebäude, gehört dem Freistaat. Das heißt, der Freistaat, das Land, muss den anderen Teil der Kosten tragen. Und dieses duale System ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Mittel in der Hand haben, unseren Patienten zu helfen. Was man allerdings nicht vergessen darf, ist, dass auch die Industrie einen ganz erheblichen Beitrag an den Kosten, an den Investitionen trägt. Viele der Geräte, viele der Katheter, die wir gleich sehen werden, die sind durch sehr, sehr kluge Ingenieure in der Industrie entwickelt worden und die geben uns die Instrumente an die Hand, um unseren Patienten helfen zu können. Ja, dann schauen wir jetzt mal zu Ihnen in die technische Abteilung, kann man sagen, oder? Ein bisschen. Herr Professor Schunkert, wir wollen ja heute mal das ganze Gebiet der Kardiologie ein bisschen durchgehen. Was macht einen guten Kardiologen aus? Ich glaube, das Gleiche, was jeden anderen guten Arzt ausmacht, das ist erstmal zuzuhören, um zu verstehen, was den Patienten besorgt, wo die Beschwerden liegen und wo die Ursachen stecken können. Zuhören. Zuhören. Das heißt, sagen wir mal so, Herzerkrankungen sind ja oft manchmal schleichend. Man merkt es noch nicht so richtig. Klar, beim Atmen merkt man es oder dass manchmal eben einfach mal, dass man müde ist und so. Das heißt, Sie lassen dann den Patienten erstmal reden oder so. Ja gut, wichtig sind die Beschwerden, die den Patienten zum Arzt führen. Wobei es ja bei Herzerkrankungen nicht immer Beschwerden sein müssen. Ja. Wir wissen, Sie haben es gerade angesprochen, dass Herzerkrankungen häufig einen jahrelangen oder jahrzehntelangen Verlauf nehmen. Das heißt, es geht mit winzigen Ablagerungen in den Gefäßen los. Cholesterin, hoher Blutdruck, die Risikofaktoren eben, Rauchen, stecken dahinter. Alkohol, was die Gefäße anbetrifft, da sind wir etwas entspannter. Man sagt ja auch, dass das Glas Rotwein durchaus vom Kardiologen erlaubt ist. Anders ist es bei Herzmuskelerkrankungen. Wenn das Herz geschwächt ist und deutlich vergrößert ist, dann sind wir auch beim Alkohol wiederum etwas strenger. Wobei Rauchen und Alkohol sind wirklich zweierlei unterschiedliche Spieler. Also während das eine, das Rauchen, immer schädlich ist, ist der Alkohol in Maßen durchaus erlaubt. Jedenfalls, Herzerkrankungen nehmen ihren Verlauf häufig schleichend über Jahre und Jahrzehnte, ohne dass Beschwerden bestehen müssen. Und dieser schleichende und häufig auch sehr gutartige Verlauf, der mit der normalen Alterung der Gefäße auch zusammenhängt, der kann dann irgendwann münden in eine plötzlich und schwere Erkrankung. Und diesen Zeitpunkt zu deuten, da sind eben die Gespräche mit dem Patienten wichtig. Im Vorfeld ist es wichtig, den Patienten in seiner Lebenssituation zu verstehen und gemeinsam zu überlegen, wie man das Leben gesünder machen könnte. Aber bleiben wir mal beim Rauchen. Also Rauchen ist ja wirklich tödlich, kann man sagen, ja, oder wirkt dann irgendwann mal in diese Richtung. Ja.
Sie sehen ja viele Patienten und Patientinnen und es gibt ja Fälle, wo man sagt, sie dürfen nicht mehr rauchen, aber man greift immer wieder zur Zigarette. Was sagt da der Kardiologe dazu? Ja, also uns sind da leider Gottes nicht unbedingt die Instrumente an die Hand gegeben, um diesem gravierenden Risikofaktor bei jedem Patienten beileibe rücken zu können. Was es braucht und das Beste ist, was wir im Moment haben, ist eine, wir sagen, multimodale Therapie. Da gehört Motivation dazu, viele Gespräche, Verhaltenstherapie, natürlich auch Information für den Patienten, wie wichtig das ist, aufzuhören mit dem Rauchen. Und je nachdem kann man das auch unterstützen durch medikamentöse Maßnahmen, wobei, wie gesagt, insgesamt haben wir da noch kein Schwert in der Hand, was uns dieses Laster wirklich besiegen lässt, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Wobei die Psychologie zum Arzt, wenn man Vertrauen hat zum Arzt und mal das Gespräch führt, das kann ja schon mal eine gewisse Wandlung erzeugen. Auch Argumente. Ja. Also ich sage das jetzt mal ein bisschen pointiert. Für uns war die stärkste geschäftsschädigende Maßnahme aus Sicht der Kardiologie, die Einführung des Rauchverbots. Ja. Wir haben in Deutschland, in Irland, in USA, in vielen Ländern abrupt mit der Einführung einen Rückgang der Herzinfarktrate um etwa 10% gesehen, innerhalb eines Jahres. Das muss man sagen, durch eine gesetzliche Maßnahme, eine Verpflichtung. Und das Verblüffende ist, der größte Schutz ist bei den Nichtrauchern zustande gekommen, weil die dann durch dieses Rauchverbot von diesem Übelrauch auch durch Passivrauchen verschont worden sind. Also Rauchen ist für uns ein ganz großes Übel und wir müssen uns überlegen, was wir noch mehr tun können, um dem Herr zu werden. Das Thema Blutdruck ist ja auch ein Riesenthema, das in Ihre Kategorie fällt. Das heißt, Blutdruck ist ja etwas, was man ja nicht so merkt, ja, sondern der ist halt einfach da, gibt es viele Faktoren. Wie gefährlich ist Blutdruck, hoher Blutdruck? Also enorm gefährlich. Insofern, als dass ein zu hoher Blutdruck einen Schaden an den Gefäßen anrichtet. Auf der anderen Seite natürlich segensreich, weil wir können ohne Blutdruck nicht leben. Blutdruck bedeutet ja, dass die Organe durchblutet werden, das Gehirn, das Herz, die Nieren. Das ist lebenswichtig. Das heißt, der Blutdruck darf nicht zu niedrig und nicht zu hoch sein. Aber wenn man jetzt in Action ist, ja, dann geht er mit Sicherheit in Spitzen rein. Das ist ganz normal, oder? Das ist normal. Ja. Auch beim Sport geht der Blutdruck nach oben. Das Gesunde ist nicht die Stunde, in der man den Sport treibt, sondern der Umstand, dass durch den Sport die anderen 23 Stunden am Tag der Kreislauf viel ruhiger ist, die Last auf den Gefäßen niedriger und dadurch der Schaden, der durch das Altern und den Verschleiß entsteht, geringer ausfällt. Das heißt also, wir können durchaus eine Stunde Sport und hohen Blutdruck tolerieren, das ist völlig normal, aber das Gute am Sport ist, dass danach der Blutdruck niedriger ist und damit die Gefäße verschont bleiben. Aber nun weiß man, wenn man in Spitzen, in Management-Meetings sitzt und es geht rund und Telefon geht und es ist einfach viel Stress auf einen lastet, richtig, also richtig Druck ist im wahrsten Sinne des Wortes, da geht ja der Blutdruck auch mit. Das ist richtig. Ja. Man braucht da ein Ventil. Ja. Und also viele suchen dieses Ventil im Sport, weil dann der Kreislauf offensichtlich lernt, mit diesen Belastungssituationen besser klarzukommen. Also da kann ich auch nur sagen, dass das Gefährliche am Managerberuf, am Stress sozusagen, der Druck ist, dem man nicht entfliehen kann und dass man darüber sehr leicht das gesunde Leben außer Acht lässt. Das heißt, wenn wir gleichzeitig eine gesunde Ernährung beibehalten, nicht rauchen,
Sport treiben, dann können wir auch sehr gut diese Spitzenbelastung, die uns heute im Berufsleben abverlangt werden, sehr leicht wegstecken. Das ist natürlich auch wichtig, mal das Gespräch mit einem Profi zu führen, so wie Sie, wo man eben einfach mal sagt, man geht einmal im Jahr zum Check-up. Ja? Also manche Menschen gehen ja zum Check-up, aber das Herz lassen sie manchmal so ein bisschen aus, ja, außen vor. Man, das Herz spürt man, wenn es richtig ist, ist ja im Grunde ein braves Organ. Ja? Es schlägt millionenfach oder 100 millionenfach. Man spürt es nicht. Aber gleichwohl, wenn es dann einfach mal aus der Kontrolle gerät, spürt man sehr wohl. Also da können ja auch Todesängste aufkommen, da fangen die Menschen zu schwitzen an, sie werden einfach, sie denken, ich muss jetzt sofort zum Arzt, das ist ja dann Panik, ja? Ja. Wie wichtig ist der Check-up auch fürs Herz? Also das sind ja zweierlei Dinge. Ja. Der Check, der dient ja der Vorbeugung. Ja. Das heißt, da geht es darum, die Risikofaktoren zu erkennen und nach Möglichkeit abzustellen. Mhm. Und da können wir heute eine Menge tun. Wir wissen, hoher Blutdruck ist zum Teil Veranlagung, zum Teil natürlich auch Bewegungsarmut, Übergewicht. All das sind Faktoren, die hinter dem hohen Blutdruck stecken. Zu viel Salzkonsum. Da können wir aber eingreifen. Das Gleiche gilt fürs Cholesterin. Cholesterin ist ganz überwiegend durch Veranlagung. Gibt es ja erhöht. Gutes und nicht so. Ja, wobei, sagen wir mal, im Fokus ist das weniger gute Cholesterin, weil sich das auch sehr gut behandeln lässt. Wir wissen, wie gesagt, das ist vererbt. Manche Menschen, die ernähren sich ungesund, haben niedriges Cholesterin und andere, die tun alles für ihre Gesundheit, haben trotzdem erhöhtes Cholesterin, aber es lässt sich behandeln. Ja. Und das sollte beim Check eben festgestellt werden. Diese, wir sagen, modifizierbaren oder behandelbaren Risikofaktoren, die sollten adressiert werden und nach Möglichkeit abgestellt werden. Darüber hinaus kann man beim Belastungs-EKG auch schauen, ob da schon Hinweise für Durchblutungsstörungen am Herzen sind. Das ist sozusagen der Check, die Vorbeugung. Die andere Situation, die Sie ansprechen, ist das Bemerkbarwerden von Beschwerden. Mhm. Der Moment, wo es losgeht. Und das ist wiederum, sagen wir, eine ganz andere Geschichte, weil das kommt ja sehr häufig plötzlich und unerwartet. Ja. Da geht es darum, die Situation richtig einzuschätzen und die richtigen Schritte zu veranlassen. Und das ist wiederum eine große Herausforderung für alle Betroffenen. Ja. Vor allen Dingen gerade der Herzinfarkt ist ja ein Riesenthema. Ja. Der schlägt ja unerwartet zu. Da gibt es aber doch Symptome, die man spürt. Also Ziehen im Arm oder Beklemmung in der Brust zum Beispiel. Ganz genau. Da geht es meistens los. Typischerweise in der Mitte hinter dem Brustbein und bei körperlicher Anstrengung. Dann, wenn das Herz mehr arbeiten muss, selbst mehr Sauerstoff braucht, dann lassen die verengten Gefäße das Blut und den Sauerstoff nicht mehr durch. Es kommt zu den Beschwerden. Die können ausstrahlen in die Schulter, Sie haben es gesagt, in den Kiefer. Thomas Buddenbrock bei Thomas Mann hatte Beschwerden im Kiefer, bevor er auf der Mengstraße zu Tode gekommen ist. Heftigste, stärkste Beschwerden, lebensbedrohliche Beschwerden, die können auch in den Oberbauch ausstrahlen. Übelkeit kann ein Symptom sein in dieser plötzlichen Manifestation. Das Wichtigste, Herr Lejeune, ist, den richtigen Ratgeber dann zu haben. Und jetzt unter uns, Männer sind da mitunter die schlechteren Ratgeber. Als ihre Frauen. Weil Frauen, wenn Männer betroffen sind, die denken eher mal daran, das könnte ja ein Herzinfarkt sein, als umgekehrt die Männer bei ihren Frauen. Ja. Was passiert denn, wenn jetzt so ein Patient zu Ihnen reinkommt und Sie wissen, es ist ein Herzinfarkt? Was ist da medizinisch angesagt? Erstmal müssen wir schauen, ob das ein Herzinfarkt ist. Ja. In der Tat ist es glücklicherweise so, dass häufig der Brustschmerz eine andere Ursache hat. Also auch orthopädisch zum Beispiel. Zum Beispiel muskuloskeletale Ursachen. Ja. Manchmal ist es der Magen, die Speiseröhre. Wichtig ist, dass es heutzutage in München und anderen Orts eine Reihe von Brustschmerzambulanzen gibt, hier bei uns im Herzzentrum eben auch, die darauf spezialisiert sind, die Spreu vom Weizen zu trennen, zu schauen. Und da gibt es sehr enge Vorgaben, innerhalb von 6 Minuten ein EKG, dann Blutuntersuchungen. Das heißt, innerhalb der kürzester Zeit den Herzinfarkt sicher beurteilen, entweder
Oder ist es einer oder ist es keiner? Ja. Wenn es ein Ausschluss ist, dann ist eben die Vorgabe, möglichst schnell den Patienten wieder zu entlassen, aber dann die Sicherheit auf jeden Fall gegeben zu haben, dass für den Fall das alles bereit stand. Also die Brustschmerzambulanz ist der Anlaufpunkt und da sieht man dann, ob es ein Herzinfarkt ist. Mhm. Nun hat ja die Lebenserwartung in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich zugenommen. Seid da ihr Kardiologen ein bisschen schuld? Ja, also wir klopfen uns da mitunter schon so ein bisschen auf die Schultern. Interessanterweise sind da unterschiedliche Entwicklungen im Gange. Ein ganz verrücktes Phänomen beobachten wir. Das heißt, die Epidemiologen, die Bevölkerungswissenschaftler in den letzten 100 Jahren, dass quasi mit jedem Jahrzehnt die Lebenserwartung um 2 Jahre angewachsen ist. Und ein Teil dieses Zuwachses, was wir an Leben jetzt genießen können, kommt eben durch eine bessere medizinische Versorgung und da auch ganz überwiegend aus dem Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch bessere Prävention, wir haben Blutdruck, Cholesterin angesprochen und bessere Behandlung, weil wir jetzt im Herzinfarkt beispielsweise die Ursache, das heißt das verschlossene Gefäß, sofort wieder eröffnen können. Jetzt ist es ja so, es gibt ja eine unglaubliche, tolle Kardiologie. Da gibt es also wahnsinnige technologische Fortschritte. Da wollen wir jetzt gleich drüber reden. Sehr gern. Unterhaltsam geht's gleich weiter mit Le Schön, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Herr Professor Schunkert, es gibt also unterschiedliche Störungen am Herzen. Sprechen wir mal über den Herzinfarkt. Wir haben hier also die technologische Ausstattung. Wie geht man da vor? Also jetzt im Fall eines Herzinfarkts, der Patient würde jetzt schon bei Ihnen im Spital sein. Sie merken, es ist ein Herzinfarkt, also haben wir hier einen Katheter, nehme ich an. Das ist richtig. Ja. Nachdem die Diagnose gestellt ist, können wir davon ausgehen, dass ein Herzkranzgefäß verstopft ist. Mhm. Üblicherweise geht das sehr plötzlich durch ein Gerinnsel, was sich eben hier in dieser Herzkranzarterie bildet. Mhm. Wir nehmen dann diesen feinen Draht, den Sie hier sehen, ja. Was ist der? 0,0 Millimeter. Ja. Okay. Ja. Sehr feiner Draht und sondieren mit diesem Draht die verstopfte Herzkranzarterie, gehen durch dieses Gerinnsel hindurch, damit wir eine Schiene haben, auf der wir den Ballon, den Sie hier auch auf diesem Katheter montiert sehen, vorbringen. Und der Ballon bläst sich dann auf. Genau, der wird dann aufgeblasen, dieser Ballon drückt dieses Gerinnsel beiseite und dadurch lässt sich dann der Blutstrom wieder herstellen. Und wo geht das jetzt, amateurhaft gefragt, das Gerinnsel hin? Das ist eine berechtigte Frage. Der Körper hat zum einen die Möglichkeit, ständig sich bildende Gerinnsel wieder aufzulösen, aber das Ganze wird auch durch Medikamente unterstützt. Also das Blut wird verdünnt? Richtig, ja. Medikamente sind während der Durchführung dieser Behandlung enorm wichtig. Ja. Am Schluss wird meistens dann noch ein kleines Metallgeflecht, ein sogenannter Stent, implantiert, um diese Ader dauerhaft aufzuhalten. Mhm. Dann sind Medikamente wichtig, dass sich die Ader nicht wieder verschließt. Die man zeitlebens dann nehmen muss. Absolut richtig. Ja, ja. Zum einen Aspirin, was ja sehr viele Menschen auch zur Vorbeugung nehmen. Wie ist da Ihre Einstellung mit Aspirin? Wenn einmal was passiert ist an der Durchblutung, sei es am Herzen, sei es in den Beinen oder an den Halsgefäßen, dann ist eine Behandlung der Blutplättchen, üblicherweise Aspirin, Pflicht. Es gibt heute auch andere Medikamente, die vom Magen her bei dem einen oder anderen Patienten besser verträglich sind. Aber wenn mal was passiert ist, ist Aspirin im Prinzip Pflicht. Ähnlich sieht es auch aus mit Cholesterinsenkern, weil wir wissen, hinter diesen Ablagerungen sitzt halt in aller Regel Cholesterin, sodass das schon das nächste Medikament ist. Und außerdem braucht man gerade in der ersten Zeit nach dem Infarkt noch weitere Medikamente, um das Herz vor bösartigen Herzrhythmusstörungen oder der Gerinnselbildung zu schützen. Mhm.
Das ist der nächste Punkt, das Thema Herzrhythmusstörungen. Da gibt es ja auch, glaube ich, unglaubliche Entwicklungen. Ja? Ja. Das heißt, Herzrhythmusstörungen ist immer unangenehm. Ja? Entweder rast das Herz oder es setzt aus, es stolpert. Da haben wir ja auch das Thema Herzschrittmacher. Da ist ja auch die Entwicklung enorm davon gebraust. Das nehme ich an, das ist dieses Teil. Genau. Ja. Also wenn Sie Herzschrittmacher ansprechen, die Natur ist ja faszinierend, wie ich finde. Und beim Herzen gilt das aus meiner Sicht allzumal. Das Herz hat zwei wichtige Ebenen. Das eine sind die Hauptkammern. Ja. Das sind die Kammern, die die Kraft aufbringen, um das Blut durch die Adern zu tragen. Mhm. Das andere sind die Vorhöfe, die dazu dienen, dem Herzen der Hauptkammer immer Blut vorrätig zu halten, damit sich die Hauptkammer immer wieder aufs Neue füllen kann. Verstehe. Die Vorhöfe schlagen zuerst und füllen die Kammer. Mhm. Das heißt, die Vorhöfe müssen eine Zehntelsekunde eher arbeiten als die Kammer. Mhm. Damit die nicht gleichzeitig arbeiten, muss also der Impuls, der den Herzschlag in Gang setzt, um eine Zehntelsekunde verzögert werden. Das ist bei elektrischem Strom schwierig, den zu verzögern. Aber im Herzen geht das im sogenannten AV-Knoten. Das ist ein Knoten, der zwischen den Vorhöfen und der Hauptkammer sitzt. Mhm. Ist der erkrankt, braucht man einen Herzschrittmacher. Mhm. Der Herzschrittmacher sorgt denn dafür, vielleicht halten Sie mal in die Kamera, dass die Vorhöfe und die Hauptkammern wieder synchronisiert werden. Oder wenn das nicht mehr erforderlich ist oder möglich sein sollte, dass auf jeden Fall die Hauptkammer regelmäßig schlagen. Wie ist denn das vom Puls her? So ein Herzschrittmacher ist ja nicht wie jetzt, wenn jemand keinen Herzschrittmacher hat, dann geht ja der Puls mal beim Treppensteigen, geht er rauf, und wenn man eben einfach Ruhe, geht er wieder runter. Aber hier ist es ja immer gleich, oder? Das war so, aber die Technik hat das inzwischen gelöst, dieses Problem. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Schrittmacher über Sensoren die Notwendigkeit feststellen, den Herzschlag zu adaptieren. Mhm. Sei es durch Erschütterung, sei es durch vermehrte Arbeit des Herzens. Die modernen Schrittmacher erlauben es, den Puls zu adaptieren an die Bedürfnisse. Mhm. Darüber hinaus, diese kleinen Schrittmacher arbeiten quasi nur, um einen Mindestpuls aufrechtzuerhalten. Also wenn der runterfällt, dann kommt der erst. Genau. Auf der anderen Seite, nach einem Herzinfarkt sehen wir häufig, dass das Herz größer wird und vernarbt und dann auch zu schnell arbeiten kann in Form von Kammerflimmern oder Kammerflattern. Was heißt genau Kammerflimmern? Dass das Herz völlig chaotisch elektrisch erregt wird und nicht mehr zu einem koordinierten Schlag kommt. Im Prinzip ist das der Herzstillstand in der Folge. Damit das eben nicht vorkommt, bei vergrößertem Herzen oder schwachem Herzen gibt es den Defibrillator, der genauso arbeitet wie dieser Schrittmacher, aber darüber hinaus das Herz wieder in Takt bringen kann, wenn eine solche bösartige und lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung aufgetreten ist. Aber das ist ja unangenehm, wenn der anspringt. Das ist schmerzhaft, wobei häufig die Patienten aufgrund der Herzrhythmusstörungen im Vorfeld schon bewusstlos sind, weil das Herz nicht mehr arbeitet. Mhm. Nichtsdestotrotz, das kann schmerzhaft sein, wobei die Alternative noch schlimmer ist. Ja, natürlich, natürlich. Also insofern sind das segensreiche Geräte, die da entwickelt worden sind und inzwischen auch winzig klein sind im Vergleich zu dem, und wie das dieser Herzschrittmacher wird dann unter der Haut so implantiert quasi. Richtig. Also, aber das ist alles jetzt im Gebiet der Kardiologie. Da ist jetzt nichts mehr mit noch nicht Herzchirurgie, sondern... Das läuft bei uns in der Klinik. Das ist richtig. Ja. Das ist kleine Chirurgie, die läuft bei uns. Wir machen auch, wie Sie gleich sehen, an den Herzklappen andere Eingriffe, die im Grunde noch weitreichender sind, gemeinsam auch mit den herzchirurgischen Kollegen hier im Hause. Generell, wenn Sie einfach mal, Herr Professor Schunkert, beschreiben, wie die Kardiologie in den letzten 10 Jahren nach vorne gegangen ist. Was waren da für Schritte?
Also die größte Entwicklung, die wir gesehen haben, ist sicherlich auf dem Gebiet der Herzklappenerkrankungen. Herzklappen können im Laufe des Lebens verschleißen. Mit jedem Herzschlag wird ja die Klappe aufgeschleudert und muss sich dann auch wieder schließen. Und wenn sie nicht schließt, dann läuft ja auch Blut weg. Rückwärts. Und wenn sie nicht richtig aufgeht, dann muss das Herz enorm dagegen anarbeiten. Das heißt also, durch diese ständige Strapaze im Blutstrom können Herzklappen leicht verschließen. Und wir sehen bei älteren Menschen häufig, insbesondere an der Aortenklappe, dass die Klappe, die zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader liegt, also die Klappe, bevor das Herz den Körperkreislauf eintritt, muss es durch diese Klappe hindurch. Diese Klappe kann dann verschleißen. Und die können wir heutzutage eben mit diesem Katheter beispielsweise ersetzen. Der wird durch die Leistenader eingeführt. Ja. Hier vorne wird diese Klappe montiert. Die sehen dann so aus, diese Klappen. Das ist das Metallgerüst. Und hier ist noch eine Originalklappe, die hier vorne drauf montiert wird. Aber das ist jetzt eine Klappe. Man spricht ja auch von Rinderherzen und solche Geschichten oder Schweine. Ja. Wie Sie sehen, das ist also ein Metallgerüst. Ja. Das sind Memory-Metalle, die immer wieder die gleiche Form einnehmen. Und in dieses Metallgerüst ist die Klappe aus biologischen Materialien. Zum Beispiel welche? Also Herzbeutelmaterial, meistens von Schweinen oder Rinder. Ja. Das wird hier aufmontiert und ganz eng hier drauf gequetscht, hier drunter geführt. Und mit diesem Katheter lässt sich dann diese Klappe sondieren und über diese wunderbare Einrichtung hier freisetzen. Das heißt also, wir können über die Leiste, über die verschlissene Klappe hinweggehen und eine neue Klappe mit diesem Katheter. Aber wie bringen Sie die alte Klappe raus? Wird die rausgetrennt? Oder wie? Die bleibt drin. Die bleibt drin. Ja, das ist auch für uns jetzt mal verwunderlich zu sehen. Wir machen das jetzt seit 7 Jahren, wie gut das geht mit diesen neuen Werkstoffen, dass man diese Klappe einfach an die Wand drückt und Platz schafft für eine neue Klappe. Mhm. Und früher musste man hier wirklich den Thorax öffnen, oder? Bei jüngeren Menschen ist das heute nach wie vor das beste Verfahren. Mhm. Aber wenn die Patientin jenseits von 80 oder sogar 85 Jahren sind, dann ist das Risiko einer solchen Operation erhöht, sodass wir dann zu der kathetergestützten Klappenimplantation schreiten. Mhm. Bei jungen Menschen nach wie vor ist die Operation das erprobte und sichere Verfahren. Jetzt gibt es aber auch sogenannte Herzbeutelentzündungen, wie zum Beispiel unser Ministerpräsident hatte, Minister Seehofer. Ja, beziehungsweise Herzmuskelentzündung. Herzbeutel kann auch entzündet sein. Das ist sozusagen ein Ledersack, wenn Sie so wollen, in dem das Herz arbeitet. Ja. Darüber hinaus kann aber auch der Herzmuskel selbst sich entzünden und dann immer schwächer werden. Ist das so verschleppte Grippe oder irgendwie? Ja? Man geht davon aus, dass Viren bei der Herzmuskelentzündung, auch vielleicht bei der Herzbeutelentzündung, eine dominierende Rolle spielen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter rein. Was bietet denn die Kardiologie noch alles? Ja, Sie haben eben nach den neueren Entwicklungen der letzten 10 Jahre gefragt. Herzklappenimplantation über diese Katheter ist sicherlich das eine. Das andere, was wir auch in den letzten Jahren immer häufiger sehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite behandeln, ist das Vorhofflimmern. Mhm. Vorhofflimmern ist auch eine Form der Herzrhythmusstörung. Wie entsteht die zum Beispiel? Was sind das für Krankheitsbilder? Hauptursache sind neben dem Älterwerden und dem Verschleiß, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol, können eben dazu führen, hoher Blutdruck, dass die Vorhöfe stärker unter Last kommen und dann irgendwann ihre geordnete Tätigkeit aufgeben, anfangen zu flimmern. Mhm.
Und dann? Also wie so ein Flattern oder so. Ja, ganz chaotisch. Ja. Üblicherweise ist es ja so, dass die elektrische Erregung ihren Ursprung hier am Herzen in einem kleinen Knoten hat. Dann pflanzt sich das erst über die Vorhöfe fort. Dann wird es im AV-Knoten, über den wir eben schon gesprochen haben, verzögert. Dann geht es hinüber auf die Kammer mit einer Zehntelsekunde Verzögerung. Wenn aber in den Vorhöfen diese Erregung nicht mehr geordnet abläuft, sondern völlig chaotisch, wirr hin und her flitzt, dann sprechen wir vom Vorhofflimmern und dann bemerkt man einen unregelmäßigen Puls. Das heißt, der setzt aus oder stolpert. Stolpert. Ja, mal sind die Abstände kürzer, mal länger zwischen zwei Herzschlägen. Und da wissen wir eben, dass da die Ursache häufig aus der Einmündung der Lungenvenen kommt, die wir hier an dem Bild übrigens auch am sehen können. Hier sieht man so eine Einmündung der Lungenvene und ein Katheter, der auf einem Bild hier integriert ist. Hier sieht man den Vorhof in diesen Fehlfarben. Hier sieht man das Röntgenbild im Hintergrund. Der ist also anatomisch präzise abgebildet. Und hier sieht man diesen Katheter, der eben diese Strukturen abtastet, um zu schauen, wo ist die Ursache für die Herzrhythmusstörung. Und werden dann gewisse Nerven ausgeschaltet? Oder wie? Man versucht eine elektrische Isolierung zwischen den Vorhöfen und diesen einmündenden Lungenvenen neu herzustellen, damit da diese chaotischen Impulse nicht wieder überspringen können. Sie sehen hier, dieser Katheter, der ist von außen beweglich. Man kann ihn enger stellen und weiter stellen und strecken und biegen und so durch diesen Vorhof manövrieren. Ja. Wenn man dann alles abgetastet hat und dann ein präzises Bild vom Vorhof gemacht hat, dann nimmt man einen anderen Katheter zur Hand. Das ist dann dieser Katheter, der auch wunderbar beweglich ist und durch den Vorhof manövriert werden kann, um dann über eine Stromabgabe hier an der Spitze Herzmuskelgewebe im Bereich der Lungenvenen zu veröden, um dann diese überspringenden Impulse zu vermeiden. Da lässt sich in vielen Fällen das Vorhofflimmern dauerhaft behandeln. Allerdings ist es eine recht aufwendige Behandlung, die auch manchmal eine zweite Prozedur erfordert. Nun gibt es ja bei uns eher nicht mehr so, aber in Ländern wie Vietnam gibt es natürlich Kinder, die geboren werden, die Löcher im Herzen haben. Das kann man natürlich mit Schirmchen heute auch wunderbar lösen, also auch über... Ja. Genau. Also Löcher in der Herzscheidewand, zum Beispiel hier ist die Herzscheidewand, das ist quasi der Teil zwischen der linken Herzkammer und der rechten Herzkammer, genau das gleiche gilt auch hier bei den Vorhöfen. Wenn da Löcher drin sind, dann haben wir entsprechende Katheter, die vorne ein Schirmchen haben, was man erst über dieses Loch hinweg führt, dann zurückzieht, dann spannt sich dieser Schirm auf und dann ziehen wir es noch weiter zurück, dann spannt sich ein zweiter Schirm auf und das Loch ist versiegelt. Das versiegelt. Und das ist dann auch quasi die Therapie oder die... Ist heutzutage in aller Regel die Therapie, wenn da größere Löcher in der, insbesondere der Vorhofscheidewand sitzen. Lassen Sie uns mal kurz nochmal über diese technologische Revolution hier sprechen. Sie haben ja viele Ärzte hier, die arbeiten hier, aber das ist ja wirklich Fingerfertigkeit. Da kann man ja auch, wenn man da ein bisschen zu schnell dreht, kann man ja auch was verletzen. Also ich habe mal gelesen, in Amerika gibt es einige Fälle, oder viele Fälle, wo man eben schnell kathetert und dann eben nicht die richtigen Profis dran sitzen und man dann eben auch Ursachen hat, die nicht so erfreulich sind. Ja, oder Folgen. Ja. Also das ist völlig richtig, was Sie da ansprechen. Diese Gerätschaften, die wir hier sehen, die erfordern Spezialisten, die dann auch den möglichst sicheren und geübten Umgang mit diesen komplizierten Gerätschaften. Und das dauert oft Jahre, oder? Bis man richtig am Patienten arbeiten kann. Das ist halt, sagen wir mal, der Vorteil hier im Deutschen Herzzentrum. Ich sehe mich hier so ein bisschen als Direktor der Abteilung auch wie der Dirigent in einem Orchester. Ja. Es geht darum, sagen wir mal, ein gutes Gesamtergebnis für den Patienten zu erzielen. Aber eine Voraussetzung ist, dass die
absoluten Spezialisten, die Eingriffe durchführen, die den Patienten auch weiterhelfen. Und da bin ich sehr froh, dass hier im Hause Kollegen sich dezidiert um die Implantation von Schrittmachern und Defis kümmern. Ein ganzes Team, nur mit der Ablation von Herzrhythmusstörungen befasst ist, ein anderes Team mit der Implantation von Herzklappen und dann schlussendlich noch ein Team, wenn es um die Versorgung von Herzkranzgefäßen geht. Das heißt also, hier gibt es selbst innerhalb der Kardiologie, also unserer Abteilung, gibt es unterschiedliche Teams, die zusammenarbeiten, um die Prozeduren möglichst geübt und häufig durchzuführen. Und das Ganze ist natürlich auch in Abstimmung mit den Herzchirurgen, mit den Kollegen in der Röntgenabteilung, die uns hervorragende Bilder präsentieren, um dann auch die optimale Diagnosen stellen zu können. Und das zeigt natürlich auch, dass so eine Spezialisierung natürlich auch dann in der Weltspitze arbeiten kann. Ja, in der Tat muss man sagen, ich bin ja erst seit etwa anderthalb Jahren hier. Das Haus, hier das Deutsche Herzzentrum in München, hat sicherlich in den letzten Jahrzehnten Weltruf erlangt, weil es eben diese Prozeduren in vielerlei Hinsicht mitentwickelt, nach vorne gebracht hat, aber auch eine Vielzahl von wichtigen Studien durchgeführt hat, die uns über die Anwendung der Medikamente, die uns über die genaue Indikationsstellung für diese Verfahren viele Auskünfte beschert haben und so letztendlich den Weltruhm dieses Hauses begründet haben. Sie selbst sind ja auch Lehrstuhlinhaber. Das heißt, wie wichtig ist die Wissenschaft auf diesem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ja, die Lehre ist natürlich wichtig für die Studenten, aber die Wissenschaft ist natürlich auch immer so das Herzblut eines jeden Universitätsprofessors. Wir befassen uns neben diesen klinischen Arbeiten hier sehr viel auch mit grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere da, wenn es um die Vererbung des Herzinfarktes geht. Mhm. Das heißt, das sind Sie auch immer vorn in der Weltspitze. Mit wem konkurriert man da? Mit USA natürlich. Schweiz ist nicht schlecht, glaube ich auch. Ja, England, muss man sagen, England ist auch, in Europa führend. Wir haben das Glück, dass wir schon seit 7 Jahren ein europäisches Konsortium leiten durch eine umfangreiche Förderung der EU, die uns viele Millionen Euro für diese Forschung gegeben hat, wo die Kollegen aus England, Frankreich, Schweden mitarbeiten, um mit den modernsten Verfahren die genetischen Ursachen, die Vererbung des Herzinfarktes aufzuspüren. Und inzwischen haben wir auch ein transatlantisches Bündnis. Wir haben gleich um 5 eine Videokonferenz, wo die Kollegen aus Kalifornien dazugeschaltet werden, New York, Schweden, England, Paris, alle werden dann wieder dabei sein, um die neuesten Ergebnisse auszutauschen. Das heißt, diese Art von Forschung, die läuft heutzutage in internationalen Konsortien. Wie schön. Lieben Dank, dass wir heute hier sein durften, Herr Professor Schunkert. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass es das Deutsche Herzzentrum hier in München gibt. Und wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dahin noch einen schönen Abend. Gute Unterhaltung bei Löschen präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.